Pro-ukrainische AktivistInnen haben eine der teuersten Residenzen in London besetzt und wollen sie in eine Asylunterkunft für UkrainerInnen umwandeln. Die mit dem Oligarchen Oleg Deripaska in Verbindung gebrachte Luxusresidenz sei laut BesetzerInnen auch von innen. Stinkreich. Ein Wahnsinn. Es ist so schön hier. Ich denke, ein Kriegsflüchtling verdient so etwas. Das würde zumindest seine Stimmung etwas heben. Bisher duldet die Polizei die Besetzung, will keinen Zugriff, bewacht das Gebäude aber. Wie lange die Besetzung aufrechterhalten werden kann, ist allerdings fraglich. Wir haben schrecklichen Hunger. Hier gibt es kein Essen, nur jede Menge Alkohol. Aber davon wollen wir nichts trinken. Wir müssen hier einen klaren Kopf behalten. Den Bürgermeister von London, Sadiq Khan, dürfte die Besetzung allerdings nicht allzu verärgern. Er ließ in verschiedensten Medienauftritten mit einem ähnlichen Vorschlag aufhorchen, der seiner Meinung nach eine Form der Gerechtigkeit darstellt. Man sollte Besitz beschlagnahmen von all denen, die Putin nahestehen. Wenn es sich dabei um Häuser handelt, sollten sie vorübergehend als Unterkünfte für Ukrainerinnen und Ukrainer dienen, bevor man sie weiterverkauft. Der Bürgermeister erwähnte auch, dass viele russische OligarchInnen Wohnungen in London zur Geldwäsche nutzen, sie deshalb ohnehin leer stehen und somit nur vergoldete Ziegelsteine seien. Es gibt aber auch einen anderen Weg, wie die BritInnen ukrainische Geflüchtete beherbergen wollen. Das staatlich unterstützte Programm Homes for Ukrainians fördert Privathaushalte, die jemanden bei sich aufnehmen würden, mit 418 Euro monatlich. Dafür verpflichten sich die GastgeberInnen für 6 Monate. Großbritannien ist zwar kein EU-Mitglied mehr, folgt aber dem Beispiel der EU-Massenzustromrichtlinie und gewährt ukrainischen Geflüchteten ein 3-jähriges Bleiberecht.